Eine dieser prächtigen Oasen im grauen Moloch im Herzen Bangkoks. Der Tempel Sutiwararam. Phra und seine buddhistischen Brüder nehmen hier jeden Morgen eine Verwandlung vor. Die Kutte im leuchtenden Orange muss weichen, wird in Plastik verhüllt. Aus dem Tempel wird ein Testzentrum, aus Mönchen werden Mediziner, Freiwillige im Kampf gegen Covid. Wir müssen Schutzkleidung anlegen. Sonst können wir uns nicht um die Leute kümmern. Vor allem Nasen, Augen, Mund müssen geschützt werden. Das ist das Wichtigste. Das ist jetzt unsere Mission, jeden Tag. Hier im Tempel bieten wir kostenlose Corona-Tests an. Für jeden, der zu uns kommt. Es kommen viele, in Sorge um ihre Gesundheit. Die Infektionen greifen um sich, Ungewissheit quält. Auch Ann ist heute hier, hin und her gerissen von Gefühlen, dankbar für die Hilfe der Mönche und sauer auf die Regierung. Es ist furchtbar. Die Regierung ist völlig nutzlos, überfordert. Wenn uns die Mönche nicht helfen würden, hilft uns keiner. Tausende haben das hier schon über sich ergehen lassen. Dass der Tempel neuerdings diese andere Form der Erkenntnis bietet, hat sich herumgesprochen. Es gibt viele Menschen, die nicht genug Geld für einen Test haben. Wir nehmen unser Geld und sammeln Spenden und kaufen davon Schnelltests. Wer positiv ist, den versuchen wir hier im Tempel zu versorgen oder im Krankenhaus unterzubringen. Ann wartet wenige Minuten, eine Ewigkeit. Ihr Ergebnis ist negativ, aber die Erleichterung währt nur kurz. Ich habe Angst. Wenn sich jemand in meiner Familie infiziert, was sollen wir tun? Wir haben keine Verbindungen, kein Geld. Viele versuchen schon gar nicht mehr, einen Krankenhausplatz zu bekommen. Sie sterben einsam zu Hause. Überleben eine Kostenfrage, doch auch der Tod ist nicht umsonst. Für eine Bestattung fehlt vielen das Geld. Wieder helfen Freiwillige, bringen die Leichen ins Krematorium des Tempels. Der Tod hat Konjunktur in Thailand. Das überfordert den Staat und fordert die Mitmenschen. Das sind alles Spenden. Die Leute wollen helfen. Die Leute aus der Mittelschicht und aus der Oberklasse spenden viel. Sie geben uns Geld. Wir kaufen davon alles Nötige. Särge, Sauerstoff, alles. Hilfe für die Lebenden und die Toten. Für Thais ist das normal. Wir tun immer, was wir können. Wir leben in einem buddhistischen Land. Wir teilen, wir helfen uns. Wir sehen nicht zu. Wenn wir auf die Regierung warten würden, wäre alles zu spät. Thailands Mächtige, der Monarch, das Militär, die Regierung, sind Getriebene der Krise. Ihre Bilanz ist nicht gut. Das Gesundheitssystem am Anschlag, tausende Infektionen, hunderte Tote, Tag für Tag. Vakzine fehlen, keine 12% der Thais sind doppelt geimpft. Dazu der Lockdown, die wirtschaftliche Not. Frust, Wut, Verzweiflung wächst und treibt Menschen auf die Straße. Die Regierung versagt. Anders kann man das nicht nennen. Wenn die Freiwilligen nicht helfen würden, wären die Straßen voller Leichen, Tote überall. Die Leute hätten nichts, keine Medizin, keine Hilfe, nichts. Die Pandemie fordert allen alles ab. Das droht die Gesellschaft zu spalten und schweißt sie doch auch zusammen. Ach, wir verbrauchen das hier alles so schnell. Hier vorne liegt säckeweise Reis, alles gespendet. Das geht schnell weg. Und das sind Pakete mit dem Nötigsten für die häusliche Quarantäne. Da drin sind Masken, ein Sauerstoffmessgerät, Thermometer, ein paar Medikamente, Paracetamol. Ein volles Lager kann schnell leer werden, denn der Bedarf ist groß. Auf die Logistik kommt es an. In Eigenleistung haben Helfer dafür eine App entwickelt. Jeder Punkt ein Problem. Bei Rot ist die Not am größten. Es gibt viele rote Punkte in Bangkok. Wir hoffen, dass sich herumspricht, was wir tun. Die Leute sollen wissen, das ist freiwillig. Das ist nicht unsere Pflicht oder so. Eigentlich müsste der Staat, das System, das leisten, aber der lässt die Leute im Stich. Wir wollen den Behörden zeigen, wie man helfen kann, unkompliziert, schnell.
Tempo zählt. Aber Chaiaphon bleibt ruhig. Stress hilft nicht, hat ihm noch nie geholfen. Er hat dem Staat mal als Soldat gedient. Jetzt ist er freiwilliger Sanitäter. Unterwegs, um Leben zu retten. Die Sauerstoffsättigung der Patientin soll niedrig sein. Das müssen wir als erstes überprüfen. Die Frau ist schwach. In solchen Fällen kann sich die Situation schnell verschlimmern. Es kann Komplikationen geben. Ich hoffe, wir können rechtzeitig helfen. Für einen Arzt fehle ihr das Geld, erzählt die Frau. Im Krankenhaus sei kein Platz und Impfstoff, den gebe es doch nicht für arme Leute wie sie. Dankbar sagt sie den Helfern, dass sie ihr nun wieder etwas Hoffnung machen. Klar, ich sorge mich auch um meine Gesundheit. Aber wer kümmert sich sonst um diejenigen, die schon infiziert sind? Wer spricht mit ihnen? Menschen verhungern, weil ihnen niemand mehr was zu essen bringt. Wenn ich zu viel Angst habe, wer hilft ihnen dann? Die Fragen quälen. Vielleicht ganz gut, dass nicht viel Zeit zum Nachdenken bleibt. Da draußen sind zu viele, die Hilfe brauchen. Jetzt.